Ich habe ein bisschen was eingekauft von den Thronsachen, die man kaufen konnte, und ein paar Punkte aus GS gepackt, aber ich packe den jetzt sowieso nicht mehr aus. Aber ich glaube, ich werde ihn versuchen zu spielen, wenn ich ihn je wieder verstehe. Weil diese Tempo-Mastery-Sache, da ist für mich, das ist für mich ein absoluter Witz, dass man als Tank Pala-DD-Zeug anziehen muss. Es gibt jetzt sowieso kein richtiges Tankzeug mehr, außer wenn Bonusrüstung drauf ist. Und da ist dann zusätzlich auch noch sowas wie Tempo, Meisterschaft, Crit und sowas drauf. Und Crit ist ja sowieso mittlerweile der Ersatz für Parierchance. Ja. Weil je mehr Crit man hat, desto mehr. Über manche Sachen, die uns jetzt einfach erscheinen, erfreuen wir uns jetzt. Aber wenn dann das Add-on da ist und wir tatsächlich dann auch mit den neuen Werten arbeiten müssen, dann wird das alles wieder ganz anders aussehen. Jetzt noch, weiß ich nicht, naja, 200.000 Gold ausgegeben, um neu zu sockeln, neu zu verzaubern. Jetzt fliege hinter uns an Agro. Ach, was für ein Gimp. Also wie du siehst, macht mein Crit keinen Schaden mehr, erhalten noch. Ich sehe es nicht, weil ich bei dir keine Zahlen sehe. Ich sehe Zahlen, die sind alle grün. Hm. Und ich habe gerade eine kritische Heilung gemacht. Hey, schon wieder, hey, noch einer. Der Mönch DD hat ja mittlerweile auch endlich mal eine Heilung, die er spammen kann. Guck mal, Dunkeleisenrückstände, das ist wie Guano von Zwergen. Jetzt willst du auch noch von Zwergen die Scheiße sammeln. Hallo, wer ist da gerade gekommen? Experience. Ach, dann sag doch mal schön Hallo zu YouTube. Ja, wieso? Hast nicht gelesen, wie dieser Channel-Name hier heißt. Achso. Genau, dieser Channel trägt den Namen Aufnahme, bitte nicht stören. Aber vielleicht hast du dich verlesen und gedacht, da steht herzlich willkommen. Aber du darfst hier gern bleiben, wenn du willst. Darfst ein bisschen was sagen. Oder du sagst nichts und gehst wieder. Totenstill. Experience, ruf die Polizei, die halten mich gegen meinen Willen fest. Ach so. Die zwingen mich zu heilen. Ich kann nicht heilen. Ich mag das gerade wirklich sehr doll. Ja, ich habe, glaube ich, einen oder zwei Schlüssel gefunden unterwegs. Guck mal, vielleicht ist Zwergenguano drin. Darfst du übrigens ja auch ein paar aufmachen. Wenn wir am Schluss alle aufkriegen, dann können wir sogar noch eine Quest machen hier. Eine Quest, die selten jemand fertig kriegt. Was haben wir denn da? Hey, die Bundeslade. Ich glaube nicht, dass in einem von diesen Schließfächern auch nur irgendwas Wertvolles drin ist. Ach, hin und wieder ist ein großer Sack voll Münzen drin. Da findet man schon mal ein paar Goldstücke. Ich habe neulich was Ledernes gefunden. Ich glaube, Eisplattenrüstung hieß das. Die habe ich immer noch in der Tasche. Die ist zwar für Low Levels, aber sie ist lila. Und ich habe mich darüber gefreut. Ich habe sowas noch nie gekriegt. Außer dieses eine Mal, wo ich einen PvP-Dolch in Sulfarak gefunden habe, den ich für eine horrende Summe verkaufen konnte. Aber sonst hatte ich nie Glück. Ja, diese World Random Epics, die sind auch ziemlich selten. Wo kommt denn der Boss? Da unten steht er. Hier gab es mal früher eine ganz komplizierte Questreihe. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, welchen Zweck sie hatte. Onyxia Prequest-Reihe war das wahrscheinlich dann.
Dieser kleine Zwerg, der war für irgendwas wichtig. Das könnte natürlich auch. Uch, ich bin tot. Das Multicore auch scheiße. Ich kann dir gerade keinen Stein geben. Mach irgendwas, ich habe keinen BR, habe ich gerade festgestellt. Ja, ich gebe dir, gib Stein. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit versagt. Der Boss ist ja auch geprügelt worden, ja super. Ja. Ich schaff das. Ach, solange wir leben, passt alles. So, ihr lebt ja noch, das ist ja in Ordnung. Ja. Na, die anderen scheiß ich doch. Dann habe ich nicht ganz versagt. Ich möchte das hier mal festhalten. Hast du toll gemacht, Exe. So, gerade noch die Kurve gekratzt. Ja. Ein Tankhelm. Brauchst du ja nun nicht, aber. Den jetzt wirklich nicht. So. Habe ich denn hier? Habe ich meinen Rest hier drin? Ja. Da habe ich meinen Rest. Wo liegt denn der andere? Ich kann die über das Ding gerade nicht anklicken. Ach, da. Ich glaube, ich muss mir meine Kehle dann später mit irgendetwas Alkoholischem ausgurgeln. Ja, am besten mit Stroh rum und dann Streichholz anzünden. Also Stroh rum haben wir unten rumstehen. Ich glaube 60%. Unten rum steht rum. Also steht rum, unten rum. Cool. Ja. Ich habe mal versucht, eine Marmelade aus Stroh rum zu kochen als Geburtstagsgeschenk. Das ist gar nicht so einfach, weil der ganze Alkohol so schnell Feuer fängt. Aber ich hab's hinbekommen. Es geht doch nichts über so eine schöne Stulle am Morgen, die einen direkt besoffen macht. Ich stell mir gerade so einen Tränenkochtopf vor. Was machst du da? Marmelade kochen? Aber wenn man ihn. Der hat da relativ hohen Alkoholgehalt, wenn ich ihn anzünde, dann brennt's natürlich, aber wenn ich ihn langsam köcheln lasse, dann funktioniert das. Dann hat er mit der Haut immer noch ordentlich rein. Als Marmelade ist das richtig geil. Ich nenne die Sorte Harald Junke. So, jetzt bitte nicht so stellen, weil nicht ungünstig hinstellen, weil der kickt einen zurück und da landet man ganz schnell unten in der Lava. Ich kann freiwillig springen. Tu's nicht, Exe. Banzai. Ich Banzai. Es gab früher diesen Umweg nach Molten Core und da ist man irgendwo mal runtergesprungen und musste dann ein bisschen schwimmen. Ich kann mich nur nicht mehr so gut daran erinnern, weil ich alt bin und dement. Kann sein, dass man von hier aus zum Molten Core kommt, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass man hier mal runterspringen musste. Dein Bruder und ich, wir sind mal so reingegangen, damals noch in Kater. Damals noch in Kater. Jetzt ist ja doch, jetzt ist einfacher nach MC zu gehen. Ja, es ist sowieso einfach, man muss einmal die Quest machen, dann kommt man immer wieder rein. Ja, wenn man sie nicht hat, ich stelle mir das total lustig vor. Früher 40 Mann, alle hüpfen in die Lava, so ein riesiger. Super. Wie als wären 40 alte Leute in einem Freibad und jede Menge Kinder würden ins Becken pinkeln. Genau das wäre das Gefühl. Wenn du schon mal im Freibad gewesen bist und dann neben so einem Kind gestanden hast, das plötzlich so einen ganz komischen Gesichtsausdruck der Entspannung aufgelegt hat, dann denkst du wirklich, raus hier. Das ist wie in so einem Katastrophenfilm. Das erste, was man schreit, ist, es ist im Wasser. Gibt diese tollen Filme, zum Beispiel Piranhas oder Piranhas 3D oder Der Weiße Hai, genau dasselbe Gefühl. Dass man denkt, es ist im Wasser. Es ist im Wasser. Und was mir das Schlimmste, was mir passiert ist im Freibad, ich schwimme gerade meine Bahn, ich schwimme plötzlich an so einem kleinen Schwimmwürstchen vorbei. So ganz unauffällig, treibt es neben mir her. Das ist so ekelhaft. Ich drehe um 45 Grad nach rechts, als würde ich gerade auf eine Mine zuschwimmen. Raus und ruft den Bademeister und der kommt dann mit seinem Kescher und holt da den Stuhl aus dem Wasser raus. Ich bin da dem, nee,
das ist auch noch so ein Naturfreibad, das heißt, die machen kein Chlor oder so ins Wasser, was da drin ist, ne, das bleibt da drin. Und das war meine erste Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung? Da denkt man wieder an Ebola. Ja, oder an deine 4 Jahre alte Schokolade. Wow, hör mir bloß auf, jetzt hab ich's gerade verdrängt. Ja, verdrängt schon, verdaut noch lange nicht. Oh Mann. Warum musst du aber auch alles essen, was da rumsteht? Wenn du siehst, dass, wenn du irgendwann mal so eine Bissspur an einem Kaktus siehst, dann weißt du genau, wer es war. Ich meine, ich kenne den Herrn nicht, aber ich träume irgendwie jetzt in der Stunde, wo wir so spielen, einiges zu. Das meiste davon ist Unfug. Ja, ich kann viel Scheiße bauen. Da gibt's ein T-Shirt, das würde ich mir noch kaufen. Du kannst Scheiße bauen, wo du willst, aber tust du nie in dem Freibadbecken, in dem ich schwimme. Übrigens, zweite Nahtoderfahrung. Ich sitze in der Badewanne, als sich plötzlich links über unserer Deckenleuchte eine Glühbirne ablöst. Und dann, tot. So in Zeitlupe gefühlt, wirklich, in dem Moment hat sich das, sah aus wie in Zeitlupe, auf das Waschbecken abprallt, wieder hochfliegt und dann zwischen meinen Beinen landet. Und ich wusste ja nicht, dass das nicht gefährlich ist, aber boah, mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Und ich dachte, das Einzige, woran ich dachte, ist, hör mal, doch jetzt nicht allen Ernstes, während du in der Badewanne sitzt. Wie erklärst du das den 2-3 Leuten, die zu deiner Beerdigung kommen? In Shift an der Glühbirne gestorben. Gar nicht. Und was schreibt man dann auf den Grabstein? Eine helle Leuchte war er nie, aber ihn hat einer umgebracht. Hey. Oh Mann, ich glaube, diese Aufnahme wird viel zu gut. Und ich würde trotzdem bist ja schon wieder tot. Ja, das habe ich doch gesagt. Ja, ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Ich hätte mit Excel kommen sollen, das wäre viel einfacher gewesen. Hätte weniger Spaß gemacht, aber es wäre einfacher für mich gewesen. Wenn du mit Excel kommen wärst, dann würden wir... Grund läuft mein Pet gerade amok. Oh nein, ich habe Akro, ich bin tot. Ja. Ich kann mir leider keinen Seelenstein setzen. Gerade sprechen wir von der NATO-Erfahrung, jetzt habe ich die Ganztod-Erfahrung. Super. Ja, ich will nicht sterben. Das ist eben diese Sache, hättest du mich aufgehoben, bevor der Nächste die nächste Gruppe gepult hätte, dann wäre das nicht passiert. Höchstwahrscheinlich. Das tut mir leid. Ich bin zum Heiler nicht geboren, das ist einfach viel zu viel Verantwortung. Na gut, dann... Ist das jetzt ein kompletter Wipe? Muss ich jetzt reinlaufen? Ja. Ja. Scheiße. Ja. Aber wenigstens können wir jetzt die Abkürzung nehmen. Dieser potthässliche Anime-Ladebildschirm war. Auf der anderen Seite der Welt sieht er hübscher aus. Hinter grimmigen Säufer? Nee. Nee. Einfach hier durch die Tür. Ach so? Ja, so geht's auch. Eine schöne kleine Anekdote nebenbei. Ich hatte heute eigentlich vorgehabt, noch einen anderen Podcast aufzuzeichnen. Und der Kollege, mit dem ich das mache, der ist heute im Krankenhaus wach geworden, hat einen Blackout und eine Alkoholvergiftung. Alter. Aber er erinnert sich daran, dass er gestern noch eine hübsche Asiatin kennengelernt hat. Also hat er das für sich am Laufen, was ja irgendwie gut ist. So. Meint nur, jetzt heil wieder. Besoffen hingefallen mit dem Kopf auf den Bordstein. Und dann hätte jemand direkt einen Krankenwagen gerufen. Wieso heilst du nicht? Ich krieg dich nie hochgehalten. Heile ich mich halt selber. Wenn hier nur ein Kommentar unter dem Video steht, von wegen lern mal Mönch, ne? Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Niemand weiß, wer es war. Macht das Liam Neeson-Style. Der Krieger ist aber auch ein bisschen lebensmüde. Das nächste Mal lasse ich den verrecken. Das fällt mir viel einfacher als dir. Level up. Aber hey, möglich. Es gibt echt gut EP mittlerweile in den Innis, fällt mir so auf.
bin ich jetzt 53, ich habe 3 Level gemacht und schon fast wieder ein halbes dazu, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich schon wieder an unserem Aufnahmepensum. Gut, ja, wir haben jetzt auch Level Gear angelegt, weswegen es ein bisschen schneller geht als sonst, aber trotzdem. Ja gut, dann Ninja Leaf, schön, dass ihr dabei wart. Nee, das machen wir jetzt noch fertig, wenn wir jetzt schon so angefangen haben. Was habt ihr denn dann am Anfang gemacht, bei der ersten Folge, als die Level noch alle 2 Minuten kamen? Sagen wir's so, die erste Folge ging bis Level 5. Danach hat Timon, also der war damals auch noch hier mit dabei, der hat zufällig auch Mönchheiler gespielt. Also Timon, wenn du das siehst, wir haben jetzt einen Ersatz. Ha! Der hat dann keine Lust mehr auf das Ganze gehabt, weil er auch mit WoW aufgehört hat. Und er hat dann die übrigen Folgen, die er nicht mehr hochgeladen hat, hat er weggeschmissen. Die Sache war, dass wir bis dahin schon Level 10 waren. Ja toll, Timon, du Bastard. Ja, und dann haben wir uns diesen kleinen Hangover-Joke auf dem Braufest einfallen lassen letztes Jahr. Das ist ja ganz nett, aber es wäre noch lustiger gewesen, wenn ihr wirklich stockbesoffen gespielt und moderiert hättet. Nicht einfach nur im Game, sondern Das funktioniert nur leider nicht, weil ich noch nie stockbesoffen war. Ich habe stockbesoffen den Livestream gemacht. Das ist doch schon mal ein Anfang. War ganz lustig. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wenn ich betrunken bin, dass ich ziemlich unzurechnungsfähig werde. Ja, gut. Sind wir das nicht alle? Du bist doch wahrscheinlich schon dicht nach so einem kleinen Pin-Malz-Bier, ne? Nee, das bringt mich noch nicht so weit. Aber Malzbier ist eigentlich ganz lecker. Geht. Ich muss noch mit Ausgrabungsleiter Seymour sprechen. Ja, kommen wir auch noch hin. Keine Sorge. Skinner? Wir können jetzt sowieso erstmal eine kleine Runde Quests abgeben hier. Super. Aber so viele EP geben die auch nicht, ne? 750. Ja, Moment mal. Das sind doch alles Bonusziele, oder was? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ach so, ich habe hinten nicht geplündert. Ja, das erklärt so manches. Dann will ich mal zurückgehen. Was liegt an? Auch jemand, der das Plündern vergisst. Ich hab's auch vergessen. Verdammt. Das ist halt so, wenn ich mich unterhalte, siehst du, man vergisst so das Grundlegende, Leute am Leben zu heilen, zu plündern. Hä? Also, der geht aber nicht zum Bluten, man muss den bloß besiegen, oder? Habe ich das falsch? Herz des Berges. Das kann man erst machen, wenn wir mindestens 12 Reliktkastenschlüssel geplündert haben insgesamt. Was, das Herz des Berges? Ja, das... Achso, ich dachte, das wäre hier von Belgun, von Belgar, oder? Nee. Dein Bruder ist zu Hause. Warum laufe ich denn dann zurück? Ach, dann toll. Der ist zu Hause? Ja. Muss ich direkt mal aus dem Fenster schauen. Ja, der ist gerade gekommen. Und er ist mein Scheißhaus. Was heißt, was soll das heißen? Er ist zu Hause, ist nackt und gerade gekommen und du hast es gesehen? Was? Du solltest dich klarer ausdrücken. Jetzt habe ich direkt ein Bild von mir, wie da einer gegenüber an einem offenen Fenster hängt und sich einen von der... Ja, nee, das ist überhaupt nicht lustig. Kopfkino angekommen. Auf der Fensterbank steht ein leerer Kanister mit Olivenöl. Was hatte er nun vor? Experience? Ja. Bist du heute Abend dabei? Ja. Das ist aber schön. Gell? Weil so viele auch vorläufig sind. Blume auch. Es sind bis jetzt aber nur 18. Ja, ich überrede meinen Bruder dazu, dass er vielleicht auch mitkommt. Passt auf, dass euch nicht Loot wegklaut. Das macht er sowieso immer. Nee, das mach ich. Das mach ich schon. Du kennst meinen Bruder nicht. Der ist dreimal Feuerlande mitgegangen und hatte nach 3 Wochen besseres Gear als ich mit meinem Charmy, der da 2 Monate rein ist. Also beim Loot hatten wir aber viel Glück, muss man sagen. Da war doch für jeden was dabei, auch Warforged. Ja, ich hab ein Mockset bekommen und eine Warforged-Waffe, also ich kann mich beim letzten Raid nicht beschweren. Kiste, die meisten braucht eigentlich keiner, aber trotzdem schön, so viel Loot zu sehen. Das erhöht die Chancen. Vielleicht kriege ich doch noch mal einen Ring von Tok, nicht, dass ich ihn jetzt noch gebrauchen könnte. Scheiße, aber... Dein Bruder stirbt zu dir nach oben.
Oh Gott. Und ich habe vergessen, mein Aufnahmeschild vor die Tür zu hängen. Oh. Wie solche Schilder? Hängst du das dann vor die Tür, die da echt drauf Aufnahme nicht reinkommen? Ja, das mache ich. Toll. Ich kenne nur so Hotelschilder, wo drauf steht, bitte putzen oder so. Oder nicht reinkommen, ich wichse aber so. Komm trotzdem mal. Nicht reinkommen, ich wichse. Ich meine, es gibt dann in dem Fall natürlich auch Ausnahmen, aber meistens, die Mitbewohner, dass ich so ein Schild habe, aber wenn man heute eine teure Grafikkarte kauft, dann kriegt man immer so ein Schild drauf, wo drauf steht, nicht reinkommen, ich game gerade in High Definition oder sowas. Da waren sie auch schon mal kreativer. Und wenn ich ein Bitte-Putzen-Schild an meine Tür hänge, dann würde drunter ein Schild hängen, mach's doch selber, du faule Sau.